Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Und jetzt gehen wir mal und eine Audio kommt anscheinend noch nicht. Die müsste... Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Also wie krass muss da drin was kaputt gegangen sein, dass da einfach der ganze Betonboden da dazwischen steckt. Ja gut, dann, ja, da geht's auch rein, okay. Oh. Atlantic Express, Endstation, perfekt. Es ist übrigens 4.37 Uhr morgens am 7.8., wo die Folge rauskommt. Perfekt, oder? Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Naja, Fontaine. Oh, was ist das? Sites by Ryan Industries. Oh, okay. Buch. Einheit und Metamorphose. Oh. Was sind das? Lauter Fotos. Das sind halt auch wieder mal echte Menschen. Ne? Da frage ich mich immer, woher nehmen sie eigentlich die Bilder? Sind das irgendwelche Family-Mitglieder von den Entwicklern oder sind das, weiß nicht, irgendwelche anderen Fotos? Naja. Lamp is watching. Was haben wir da? Muni. Weiter geht's. Oh. Please hurry, Daddy. Also wir sollen uns beeilen. Geht aber schon nicht eh. Bitte beeil dich, Daddy. Ja, ja. Da ist so eine komische Kamera. Ja, neue Totikum. Schadensforschung. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforschung das Beste aus deinen freigeschalteten Schadensboni. Erhöht den Wert der Schadensboni durch Forschung. Oh ja, doch. Das ist eigentlich ganz gut. Gibt es hier noch Little... Oh, hier gibt es auch wieder drei Little Sisters. Hoffe, es hilft. Oh, so süß. Na dann. 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Interesting. Das ist der Wahnsinnige. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Na dann, Fluten! Bleibt doch was spannend, ey. Huch! Aber ich liebe es, wenn man hier in so einem Bereich ist, wo man nichts machen kann. Nicht. Einfach unter Wasser. Ganz crazy. Keine Viecher. Oh, Fischis. Okay, Alter, ich dachte mir gerade, was sind das für Geräusche? Hoppala. Ich glaube, hier gab es auch noch mal ein paar Adam-Schnecken. Ah, da ist sogar schon eine. Was bist du, ein Toter? Wie kommst du hier hin? Das Ding ist halt immer, ich weiß halt nicht, wo hier noch welche sind. Die sind halt so klein. Und obwohl sie funkeln, bin ich blind. Naja. Ah, da. Let's go. Wasser weg.
Freddy. Oh. Du bist gefeuert. Okay, warum? Was habe ich gemacht? Ah, eine Heckspritze. Autoheck. Pfeilspritze vor allem. Was dampft denn da? Der Stot. Geld. Zigaretten. Alles, was man so braucht. Oh. Lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine Hoppala. Juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma... Okay. Komplett wahnsinnig, der Typ. Schon wieder ganz viele Gegner hier. Oh mein Gott, hallo. Könnt ihr mal wieder aufhören, mich von oben oder so anzugreifen? Oh, ich hasse diese komischen Typis. Hoppala. Keine Ahnung, wo der ist. Da ist er. Hopp. Schaden plus. Oh. Ich frag mich immer, wo die herkommen, wirklich. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Und ganz viele Leichen. Ah, Snack. Heilung kann ich immer gebrauchen. Merci. Na dann, schauen wir mal. Hallo. Ich will nicht angreifen. Ah. Da geht's wohl weiter. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Okay. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Oh oh. Machen wir doch direkt mal die Kamera raus. Hoppala. Hi, Kollege. Moin, was geht? Du bist aber schnell. Ach du Scheiße. Das habe ich ja komplett vergessen. Dass die so fix sind. Oh. Alpha-Serie. Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Status aktiv. Zugang gewährt. Dankeschön. Ich schaue mich aber noch kurz ein bisschen um. Schwere Nieten. Das ist das obere. Nee. Ah nee, Quatsch. Von der anderen Waffe, die ich hier gefühlt gar nicht benutze. Also nicht die, sondern der Nieten-Dingsbums. Nietenschießer da. Ich kann mir einfach Waffennamen nicht merken. Wie heißt du denn? Wo bist du? Da bist du. Nietenpistole. Ah ja, perfekt. Ich war nah dran. Hallo.
Hallo. So. Danke. Ja, manchmal spinnt es ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Als ich damals auf Xbox gespielt habe, war es nicht so. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Oh, nice, dankeschön. Agnus D. Perfekt. Hier wird es auch bestimmt den ein oder anderen Leon oder eine Kamera geben gleich. Ich glaube, ich habe schon eine gehört. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Finde ich nicht nett. Warum will man mich ausschlachten? Ich habe nichts gemacht. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Weil du ganz unten bist, durch Qual und Pein. Nass und Messer geht's dir rein. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Zeit ist Geld! Ah ja. Komm, Alter, ist das laut, ey. Oh, ich höre eine Blitzister. Ist hier über uns? Oh, da. Hi! Was geht, Rosa? Ja, jetzt bist du meine Little Sister. Ganz einfach. So machen wir das immer. Hier, in Rapture. Wir sind fast wieder zu Hause. Und retten. Ja, leb denn wohl. Boom. Das ist die krasse Segnung gewesen, ey. Also fällt mir ein, ich muss ja hin und wieder speichern, ne? Ihr wisst Bescheid, nicht, dass ich Spiel crash und dann alles wieder nochmal machen. Danke. Bitte. Okay, lauter Nieten, die ich schon wieder nicht benutzen kann. Eigentlich gucke ich ja immer erst unten, aber... Ja, was? Hey, ich hab's doch geschafft. Also manchmal ist das schon echt krass Betrug, ja, wirklich. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian. Okay. Achso, wir haben noch eine Audio. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern. Nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen.
Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Er möchte ihn also verbessern? Ich weiß ja nicht, ob ich das glauben würde. Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen! Hä? Das ist nicht, wo das Problem bei ihm ist. Lass mich doch die krassen Sachen hacken. So, wo waren wir stehen geblieben? Kann ich da durch? Oh, tatsächlich. Hallo. Ich gehe mal ganz woanders hin, als ich eigentlich lang soll, okay? Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, warum alle so aggressiv sind. Ja, so, okay. Na dann. Gehen wir wieder zurück. Die ganzen Fische, ey. Chillen da auch schon seit 300 Jahren rum. So, beim letzten Mal, glaube ich, habe ich hier nichts gekauft, oder? Ja, so wie es aussieht, ey, habe ich echt lange nichts mehr gekauft. Okay, dann holen wir uns Winterblast 3. Abwackeln 3. Und ich glaube... So kacke, ich habe viel zu viel Auswahl hier. So, Gesundheits-Upgrade, Beef-Upgrade, das Meat-Slot, Gain-Unicom-Slot, noch ein, da ja, reicht schon. Ey, Alter, die Nadel war doch sowas von da drin. So eine Verarsche. Also wirklich. Die Nadel war halt so da drin, ey. Das ist jetzt schon das dritte Mal, glaube ich. Dass das Ding mich ein bisschen mobben will. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Hoppala. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. So stimmt, man darf ja nur zwei mitnehmen. Ah, das ist so dumm. Okay. So, was war jetzt hier? Oh mein Gott, hallo. Chillt doch jetzt mal. Boah, ey. So viel Aua. Der neuen hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologie ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke. Ja, okay, uninteressant. Du bist großartig. Besser als je zuvor. Obwohl ich so weit weg bin, kann ich es noch hören, ey. Ich bin einfach Magier. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Ja, dann schauen wir da mal, ob ich jetzt da reinkomme. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Jetzt kommt er wieder. Irgendwo muss ich noch hin. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ja, ja. Irgendwo muss noch... Moin. An die Arbeit. Du bist zu da lebt noch einer, oder? Wo ist der hin? So, alles klar. Das ist ein bisschen sehr viel Action, sehr laut vor allem. Oh. Hopp.
Die Kamera fehlt noch. Ich muss dich gehen lassen. Also wieder weggucken, danke. Flup, flup. Okay, dann haben wir das erledigt. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Okay. Nächstes Audio. Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Jetzt kommen noch mehr, oder was? Chill doch mal ganz kurz. Gefeuert, gefeuert, alle gefeuert. Okay, wo sitze ich? Ich kann sie zwar hören, aber irgendwie... Oh! Überraschung, Delta! Coole Überraschung. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Vielen Dank. Oh. Ein mega cooles Ding. Ich glaube, das ist komplett random, was man da bekommt. Ich bin mir aber nicht sicher. Teleport was? Oh ne, oder doch nicht. Ah, nee, Quatsch. Das kommt jetzt. Irgendwann kriege ich das. Ich glaube, das ist dieses Plasmid, was man suchen muss. Komm. Ja, perfekt. Ich krieg nichts da heraus, ey. Was war jetzt das? Das ist Geräusch grad. So, wo ist es denn hin? Ah, da vorne ist es. Müssen wir schön verfolgen, den Kack. Flup. Ich hoffe, dass ich den Weg von dem verfolgen kann. Und da ist es. Oh. Ah, da oben. Ja, ja. So, wo gehst du hin? Keiner weiß es. Irgendwann wird es wieder auftauchen. Irgendwann. Der Tyrann blickt auf die Welt und sagt, das alles ist. Und er nimmt es sich, sei es in Gewalt oder Tyrann. Der Tyrann bezieht die Katze. Gesamte Schöpfung auf sich selbst. Katze. Sonne und Mond reisen nur für ihn. Für den Tyrannen ist selbst Gerechtigkeit nur ein wunderlicher Weg. Ich speichere nochmal, ne? Ich hab da ja gar keinen Bock, dass es crasht. Mein Gott, ey. Steht es zu wählen, zu richten. Audio. Und hinzukommen. Das stellt alles in Frage. Selbst jetzt, als ich diese Aufnahme mache, kann ich es kaum glauben. Die Psychiatrie war immer mein Fach, um das Bewusstsein in all seinen Schichten zu erforschen. Aber Intelligenz erfordert keine Selbstbeobachtung. Der Sohn Ryans war effektiver als all seine Rivalen mit ihrer Selbstbewusstheit. Er lebte ohne Fragen. Ich könnte das selbst abschaffen und die Welt retten. Gute Plasmid-Technologie. So, wo ist jetzt das coole Plasmid hin? Ach, da hinten ist es. Oh, schaut mal, da ist es. Tja. Jetzt müssen wir wieder gucken, wo es ist. Ich würde halt gerne... Oh! Naja, perfekt. Hey, was? Das war... Oh mein Gott, das ist so dumm. Die Nadel stimmt halt nicht. Jetzt gerade schon wieder. So, wo sind wir jetzt? Irgendwo. Perfekt.
Darf ich hier noch nicht hin? Doch. Mann, geh doch weg jetzt. Oh. War ein bisschen zu langsam, die Viecher waren schneller beim Schießen. Doch, gelaufen. Naja. Was musste man? Ah, hier Feuer, oder? Abbackeln. Oh. Hoppala. Und jetzt? Oder stärker? Ah, das macht wohl nur Musik. Hier habe ich keinen Code. Noch nicht. Au. Okay. Was? Telekinese? Nee. Da krieg ich doch nur wieder Aua. Aua? What the fuck? Die Munition geht einfach los. Ja, das ist meine Bühne. Willkommen zurück, Alter. Soll ich singen? Gar keinen Bock. Ladies and Gentlemen, Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzulegen, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht so schüchtern. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht. T-Man, da hinten. Kommen Sie herunter! Einen Applaus für die Dame! Das war ja gar nichts. Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Kommen Sie herunter, Sie alle! Okay. Wow. Oh, ich hasse diese Teleporten. Bitte. Oh. Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Na, erwidern. Das war ja easy. Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Komm. Na dann. Jetzt sind immer noch zwei Lilis, ist das. Oh nee.
Oh nee. Ah, hinten. Die gehen alle so schnell drauf. So. Noch einer. Viel zu easy. Ich höre hier doch was. Was funkelt denn da so? Das könnt ihr doch auch hören, oder? Lügner. Hure. Lügner. Hure. Ach, das funkelt so. Die Fontaine Family. Oh nein, ich bin besoffen. Das Ding auch noch kaputt gegangen, wenn ich besoffen war. Gut, aber ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Ist doch ein guter Abstieg. Ja, auch wenn es ein bisschen gemein ist. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Grantanimo. Tschüssi.